Servus, mein Name ist Florian Karst. Ich bin jetzt seit knapp einem Jahr bei der Heli Austria. Habe angefangen als einerseits Flughelfer, andererseits als Pilot. Bin jetzt seit geraumer Zeit, seit ein paar Wochen, auf meiner ersten Twin Engine geratet und fliege da in der Supervision in der Rettung. Den Transport habe ich jetzt auch schon anfangen können im Herbst letzten Jahres. Und ja, freue mich wahnsinnig, dass ich die Chance habe, hier bei der Firma dazuzulernen. Generell in der Fliegerei kommt mir vor, dass man eigentlich nie auslernen kann. Gerade bei uns in der Firma sieht man, dass wir ein ganz breites Spektrum an Arbeitseinsätzen, an Einsätzen, die wir grundsätzlich durchführen, nicht nur in der Arbeitsfliegerei, sondern natürlich auch in der Fliegerei mit Personen im gewerblichen Transport, nachher in der Rettung natürlich. Und dementsprechend bin ich sehr froh, dass ich in einer Firma lernen darf, wo halt so viel angeboten wird. Zu meiner fliegerischen Karriere. Ich habe im Jahr 2011 angefangen mit der Fliegerei in Österreich. Ich habe den CPLH Integrated gemacht, das erste in Österreich, in einer Flugschule in Stockerau. Bin dann auf der JUS 300 ein bisschen zum Fliegen gekommen, durchs Fotofliegen meine ersten 1000 Stunden sammeln können und bin dann mit knapp über 1000 Stunden nach Kanada gegangen. Habe dort den Berufspilotenschein noch gemacht, bin dann 2 Jahre in Kanada geflogen und nach Kanada dann wieder zurück in die Heimat und hier bei der Heli Austria eine Stelle bekommen. Warum reizt es mich jetzt gerade so, die Fliegerei bzw. in Österreich zu fliegen? Einerseits, das Land ist wunderschön, bietet alles, was man braucht in der Fliegerei. Andererseits reizt mich natürlich an der Fliegerei die fast endlos scheinenden Möglichkeiten, wie ich gern sage, dass man Leuten helfen kann, dass man Sachen transportieren kann, dass man ganz verschiedene Bereiche kennenlernen kann und vor allem das Ganze aus einem anderen Blickwinkel, den die wenigsten Leute zu Gesicht bekommen. Warum jetzt gerade die Heli Austria bei mir? Die Firma bietet so viele verschiedene Möglichkeiten, sich weiterzuentwickeln, das eigene Können besser zu entfalten, dass es einfach eine Freude ist, bei der Firma arbeiten zu dürfen. Vor allem jetzt auch im Hinblick auf die neuen Simulatoren, die kommen, möchte Heli Austria da nochmal die Sicherheit steigern im Betrieb und uns die Möglichkeit geben, dass wir bestimmte Verfahren üben, die so in der reellen Fliegerei, wenn man im Hubschrauber sitzt, fast nicht möglich sind. Wenn ich jetzt die H125 hernehme und wirklich ohne Hydraulikunterstützung jetzt einmal zu schweben in Bodennähe, das ist natürlich etwas, was man gern probieren möchte, was aber laut Handbuch natürlich nicht gemacht werden darf. Dementsprechend freue ich mich da ganz besonders, dass es die Möglichkeit geben wird, das mit dem Simulator auszuprobieren, um den Piloten wirklich zu veranschaulichen, was man im Lehrsaal immer hört und zu zeigen, wie schwierig das eigentlich wirklich ist. Ja, mit den neuen Möglichkeiten, die sich jetzt durch die Simulatoren der Heli Austria bieten, freue ich mich natürlich ganz besonders, dass wir hier unser Können verbessern, dass wir hier unser Wissen weitergeben können und von den erfahrenen Piloten lernen. Und dementsprechend bin ich da sehr zuversichtlich und freue mich auf die neuen Herausforderungen, die damit verbunden sind und das Wissen, das transportiert werden kann.